49-0 ist sicherlich nicht das, was ich kann. Ich meine, im Moment ist es das. Aber ich bei deutschen Meisterschaften mit unendlich selbstauflegendem Druck 48-2 schwimmen und dann hier 49-0, muss man ganz ehrlich sagen, ist das absolute Scheiße. Haben Sie irgendeine Erklärung schon dafür? Nee. Bis 50 Meter habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt. Die Angangszeit war aber schon viel zu lange nach vorne rum. Bei den Deutschen war ich bei 23-0, hier war ich bei 23-3. Für den letzten 15 Metern wurde es dann unerträglich hart. Ja, keine Ahnung. Bei der DM haben Sie schon gesagt, es ist wahrscheinlich schwer, so eine Zeit dann zu halten bis zur WM. Wie haben Sie sich nach der Staffel gefühlt? War das schon abzusehen, dass es schwer wird? Bei der Staffel ging es eigentlich vom Gefühl her recht schwer, aber die Zeit war ja gar nicht so schlicht. Aber wenn man die Umstände da bedenkt, dass wir ja doch sehr hinterhergeschwommen sind, konnte ich mit 48,1 gerade leben. Die Wechselzeiten waren auch sehr langsam bei mir. Aber dass ich eigentlich hier mit einer Vorlaufzeit um die 48,5, 48,6 gerechnet hatte, und dass dann so ein Scheiß bei rauskommt, ist natürlich unter aller Sau. Ihr großer Traum ist ja auch eben der Start in London. Was bedeutet das jetzt für London? Ja, wir müssen jetzt sicherlich erstmal gucken, wo der Bock lag. Also aus jetziger Sicht kann ich mir nichts vorwerfen. Ich habe mich höchst professionell auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet. Da müssen wir jetzt einfach in den Trainingsdokumentationen mal gucken, wo wir vielleicht einen Fehler gemacht haben im Vergleich zu den Deutschen. Und ja, ich habe jetzt noch ein Jahr Zeit, irgendwie die Zeit wieder zu erreichen.